Also, wir haben das Programm ein klein wenig umgestellt angesichts des Schnees, der da draußen heute auf der Hinfahrt hier herfiel. Ich komme aus Bückeburg, ist gar nicht so weit von hier, nur so 50, 60 Kilometer, aber anderthalb Stunden habe ich schon gebraucht. Und auf der Fahrt dahin dachte ich, ach, ich würde gerne aus meinem Schneetagebuch vorlesen. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter des Schnees. Ich finde Schnee wunderbar. Und im letzten Jahr habe ich angefangen, darüber ein Tagebuch zu führen. Das wollte ich heute gerade noch vortragen. Angefangen habe ich letztes Jahr am 8. Dezember. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschwebten. Es sah aus wie ein Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein herrlicher Anblick. Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Hab zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt und fühlte mich wie ein kleiner Junge. Hab die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneeflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschaufelt. Also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Oh, die Sonne hat unseren Schnee geschmolzen. Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar sagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir werden weiße Weihnachten haben. Kein Schnee zu Weihnachten, das wäre schrecklich. Tom sagt, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Tom ist sehr nett. Ich bin froh, dass er unser Nachbar ist. 14. Dezember. Ach, Schnee! Wundervoller Schnee! 30 Zentimeter letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist ein Leben. Der Schneeflug kam heute Nachmittag zurück und hat alles wieder zugeschüttet. Mir war nicht klar, dass ich so viel schaufeln würde müssen. Aber so kommt man ja auch wieder in Form. Ich wünschte, ich würde nicht so viel pusten und schnaufen. 15. Dezember. 60 Zentimeter. Habe meinen Kombi verscheuert und einen Jeep gekauft. Winterreifen für das Auto meiner Frau und zwei extra Schaufeln. Hab den Kühlschrank aufgefüllt. Meine Frau will ja einen Holzofen, falls der Strom ausfällt. Das ist natürlich lächerlich. Wir sind ja nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als ich Salz streuen wollte. Tut höllisch weh, meine Frau hat eine Stunde gelacht. Ich finde das ziemlich traurig. 17. Dezember, immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war 5 Stunden weg. Musste mich in Decken wickeln, um nicht zu erfrieren. Kein Fernseher. Nichts zu tun, als meine Frau anzustarren und zu versuchen, sie zu irritieren. Wir hätten doch so einen Holzofen kaufen sollen. Würde das aber nicht zugeben. Ich hasse es einfach, wenn sie recht hat. Aber ich hasse es auch, in meinem eigenen Wohnzimmer zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da. Aber nochmal 40 Zentimeter von dem Scheißzeug. Noch mehr Schaufel, hat den ganzen Tag gedauert. Dieser miese Schneeflug kam zweimal vorbei. Ich hab versucht, eines der Nachbarkinder zu schaufeln zu überreden, aber die sagen, sie hätten keine Zeit, weil sie Eishockey spielen wollen. Ich glaube, dass die lügen. Ich wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten aber keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Oh, die lügen auch! Tom sagt, dass ich schaufeln muss. Oder die Stadt macht es und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, der lügt auch. 22. Dezember. Tom hatte recht mit dieser weißen Weihnacht, weil heute noch mal 30 Zentimeter gefallen sind. Es ist so kalt, dass es bis August wahrscheinlich nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war zum Schaufeln. Da muss ich pinkeln. Als ich mich schließlich ausgezogen, gepinkelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln.
Waffeln. Ich habe versucht, für den Rest des Winters Tom anzuheuern, der eine Schneefräse an seinem Lastwagen hat. Er sagt aber, er hat zu viel zu tun. Ich glaube, der lügt. 23. Dezember. Nur 10 cm heute, super. Es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Meine Frau wollte, dass sie heute das Haus dekorieren. Ist sie bekloppt? Ich habe keine Zeit, muss da draußen staufen. Warum hat sie mir das schon vor einem Monat gesagt? Sie sagt, sie hat, aber ich glaube, die lügt. 24. Dezember. Ja, 20 cm. Der Schnee ist vom Schneeflug so fest zusammengeschoben, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Ich dachte, ich kriege einen Herzanfall, wenn ich den irgendwann an Schlawittchen kriege, der den Schneeflug fährt. Den ziehe ich an seinen Eiern durch den Schnee. Du weißt genau, dass er sich in der Ecke versteckt und wartet, bis ich mein Schaufel fertig bin. Und dann kommt er mit 150 Sachen runtergerast und wirft genau den Schnee auf die Stelle, wo ich gerade war. Und danach wollte meine Frau mit mir Weihnachtslieder singen. Ich hatte keine Zeit. Ich habe nach dem Schneeflug Ausschau gehalten. 25. Dezember. Ja, frohe Weihnachten. 60 Zentimeter. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufel lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam wieder der Schneeflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm die Schaufel über den Kopf gekommen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. Wenn ihr nur einmal Wolfgang Petri hören muss, dann bin ich so. 26. Dezember, immer noch eingeschneit. Warum alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Das war ihre Idee, ja. Das war ihre Idee. Boah, geht mir auf die Nerven. 27. Dezember, die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen. Die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember, es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschneit. Die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember, nochmal 30 Zentimeter. Tom sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss und es wird einstürzen. Das ist der Beste, was ich je gehört habe. Wie blöd hält er mich eigentlich? 30. Dezember. Ja! Das Dach ist eingestürzt. Der Schneeflugfahrer hat mich verklagt, 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. 25 Zentimeter vorher gesagt. 31. Dezember. Ich hab den Rest vom Haus angezündet. Nie mehr schaufeln! 8. Januar. Mir geht's gut. Ich mag die Pillen, die sie mir geben. Aber warum haben die mich ans Bett gefesselt? Jungs, ja, müssen wir mal sehen. Auf diesem wunderschönen Schön, dass es euch gibt. Schön, dass es eure Kunst gibt. Schön, dass es das Kanapé und dich gibt. So.